Als nächste Ehrengäste begrüße ich
unseren neuen Geißhandwerksmeister, Herr Schneider. Und da wollte ich eigentlich dazu den Obermeister, der Elektrogenie, der Martin Kramer, mit begrüßen. Der ist aber wahrscheinlich nicht hier. Der zwar wie üblich immer voll der Nicoletta auf hat, aber dennoch den weiten Weg hier als Kreisanwerksmeister zu uns gefunden hat. Aber ich habe mit meiner langjährigen Tätigkeit in der Handwerkspolitik dieses leider auch zu mitigieren. Eine große Freude habe ich auch, dass sich der technische Leiter, Herr Grau, Gasmeister Herr Oberländer von der Kempner Südsachsen aus Chemnitz und Blauen hier eingefunden haben. Wo sind Sie? Weil beide bereits bei der Grenze zum Osten Deutschlands bei uns waren und sich über technische Einzelheiten informieren. In diesem Rahmen möchte ich die früheren Geschäftsführer der Klempner und Installations GmbH, erstens Herrn Eberhard Wunderlich, wo ist der Herr Wunderlich? Ja. Der in Vertretung von Herrn Kondörfer eingesprungen ist, nicht vergessen. Deren Betrieb einer der ersten mit war, die mich nach der Wende zum Osten besuchten, um berufsbezogene Auskünfte zu erhalten. Im Zusammenhang mit der Erdgaswirtschaft begrüße ich auch die Herren von der Ruhrgas, früher Ferngas Nordbayern, aus Waldershofen, mit denen unser Betrieb auch seit einiger Zeit eine gute Zusammenarbeit hat. Grüße die Herren. Bei Willkommensgruß natürlich auch der örtlichen Tagespresse und Amtspersonal. Sowie vom Radio Eurherz zu unseren Festtagen. Denn der Radio Eurherz bringt kurz nach 12 Uhr eine kurze Reportage mit mir live. Und ich hoffe, dass wie immer eine gute Berichterstattung seitens der Presse ausgeübt wird. Zum Schluss möchte ich auch alle nicht namentlich angesprochenen Gäste und Freunde unseres Hauses, von den Banken bis zu den Großhändlern und Herstellern, sowie den Kollegen und Mitarbeitern, die ihr heutiges Kommen recht herzlich danken und wünsche Ihnen ein paar schöne Stunden und gute Unterhaltung bei uns. Danke. Durchstehe, geschweige bei einem Kunden.
Der Ausspruch, hast du was, bist du was, war und ist noch heute ein nicht zu unterschätzender Wortlaut. Aller Banken. Für war eine sehr schwierige Situation für mich, da ich damals ohne Dose aber der damalige Aufbau unseres Landes gab mir zumindest die innere Hoffnung, dass unser Handwerkszweig dazu sicherlich auch gebraucht werde. Und daran hat sich bis heute eigentlich nicht viel geändert. Lediglich die Herausforderung der damaligen Zeit erfordert vieles zu improvisieren. Und nur die heutige Technik hat sich dem Lebensstandard anpassen müssen und ist somit wesentlich vielseitiger geworden. Bevor man sich aber in einen Handwerksberuf selbstständig machen kann, ist eine Lehre mit einer späteren Meisterprüfung unumgänglich. Demnach war ich als Lehrling von 1945 bis 1948 bei meinem Unglück Rhein beschäftigt, der die großelterliche Flaschnerei in der Hühnergasse von seinem Vater übernommen hatte und schon sehr bald nach dem umziehenden Zweiten Krieg nach Kassel kam. Da es damals kein Material gab, aber fast 1.500 Heimatvertriebene aus dem Sudetenland und Oberschlesien innerhalb kurzer Zeit eine neue Bleibe in Schwarzenbach suchten und anfanden, aber über keinerlei Hausrat verfügten, war das Gebot der Stunde, wichtige Haushaltsgegenstände wie Milchflaschen, Zöpfe und andere Gebrauchsgegenstände aus ausgedienten Weißblechbehältern, die von der amerikanischen Besatzungsmacht zurückgelassen waren, herzustellen. Hier erlernte ich durch diese Umstände das Arbeiten mit Blech, wie es vor der Industrialisierung im 19. Jahrhundert gang und gäbe für diesen Handwerksberuf war. Manchmal wurde auch unser Beruf zum regelrechten Töpferflüger herabgewürdigt, weil eine ganze Ecke der Werkstatt mit Töpfen und Pfannen zugeschichtet war, die auf Reparatur waren. Um aber dabei ganz ehrlich zu sein, schmeckte mir dieser Beruf aus diesem Grunde auf Dauer nicht so. Weil mein Wunschtraum, Flugzeugbauer zu werden, leider nicht in Erfüllung gegangen war. Denn ich hatte bereits vor dieser Lehre schon die Zusage vom Flugzeughersteller Junkers aus Dessau in der Tasche, mich am 16. April 1945 dort als Flugzeugbauerlehrling einzufinden, weil mein Wunschtraum die Flugtechnik war. Aber genau an diesem Tag marschierten die Amerikaner in Schwarzenbach ein. Und die Zugverbindungen waren zu diesem Zeitpunkt bereits wochenlang nicht mehr brauchbar wegen der ständigen Luftangriffe. Hatte aber trotz alledem großes Glück dabei, denn wie ich erst 20 Jahre danach erfuhr, wurde das Lehrlingsheim in Dessau nächtlicherweise von den Engländern bombardiert, wobei es keinerlei Überlebnis. Demnach muss ich heute noch unserem Herrgott dafür danken, dass mir dieses Schicksal nicht beschieden war. Und überdachte später vieles, was mir von anderen Leuten an Grausamkeiten des Krieges zu Ohren kam. Aber die richtige Einsicht und Einstellung dazu bekommt einen erst, wenn man älter wird und sich darüber wie heute seine Gedanken hat. Wie viele Leidensgenossen war auch unser Vater nach dem Kriegsende in französische Gefangenschaft geraten. Was uns aber erst 1946 bekannt wurde. Und als Ältester unserer Familie blieb mir nichts anderes übrig, meine Mutter mit zu unterstützen. Denn es war ja noch 3 kleinere Geschwister da, die auch versorgt werden mussten. Ende 1946 bekamen wir endlich ein Lebenszeichen über Umwege von unserem Vater, der mitteilte, dass es ihm den Umständen entsprechend gut gehe. Wenig später kam er auch zu Hause an.
was seine Erzählung auch sich wie ein Abenteuerroman jedoch mit glücklichen Ausgaben annähert. Denn er war zweimal aus französischer Gefangenschaft ausgerüstet, dabei einmal von den Franzosen erwischt worden. Der von seinem Vater erlernte Beruf wurde kurz entschlossen auch sein Tod erreicht, weil wir alle etwas zu kauen brauchen und es nur auf Lebensmittelwagen etwas zu kauen braucht. Nach meiner Lehre arbeiteten wir fortan zusammen und pachteten 1948 die im Krieg geschlossene Werkstatt der damaligen Schreinerei Lukas in Schwarzenbach, die gerade bei 20 Quadratmeter groß war. Der musste aus Platzgründen alle größeren Arbeiten unter freien Mitteln ausgeführt werden. Auch dort fertigen wir zusammen kleine Elektrokocher aus Schwarzblechmaterial für die vielen Heimatvertriebenen. Außerdem Dachrinnen aus Schwarzblech, weil andere besser geeignetere Materialien nicht aufzutreiben waren. Sei es denn, wir hätten Lebensmittel zum Tauschen gehabt. Denn dafür hätte man damals sogar Goldschmuck haben können. Alles musste damals von Hand gefertigt werden, weil es auch keine neuen Maschinen gab. Aber man lernte manches lange vergessen wieder, was sich später oftmals in der Praxis gebraucht wurde. Ab diesem Zeitpunkt wurde mir auch der erlernte Handwerksberuf mehr und mehr zur Gewissheit, dass ich dennoch keine schlechte Wahl getroffen hatte. Aber schon nach kurzer Zeit kam es anders. Weil mein Vater wieder seine frühere Stelle als Schlachtobermeister in Schwarzenbach übernehmen sollte und auch bekam, war es nun. Der Familienrat kam zusammen und beschloss, dass dieses Angebot nicht ausgeschlagen werden sollte. Nun konnte ich als 90-Jähriger noch keinen Handwerksbetrieb selbstständig führen. Was das eigentliche Aus für einen neuen Anfang bedeutet. Bei einer Anfrage beim Amtsgericht Hof wurde jedoch erklärt, wenn eine Großjährigkeitserklärung vorliege, gäbe es dazu keine Probleme. Vorausgesetzt, die Eltern stimmen zu. Aber bis dieser Entschluss in die Tagung gesetzt war, gab es etliche Diskussionen, weil ich meinen Vater noch zu jung für ein solches Vorhaben erschienen war. Ich muss heute noch zugeben, als ich mich vor 50 Jahren mit 19 Jahren selbstständig machte, es sehr schwierig war, von der Kundschaft für voll genommen zu werden. Ganz abgesehen davon, dass ich mich mit meinem kleinen Stadtkapital äußerst sparsam umgehen musste und nicht wie heute gang und gäbe als erstes Auto, Computer und moderne Maschinen fahren sein müssen. Und das bekam ich auch gleich nach dem Selbstständigmachen im Jahr 1950 zu spüren. Ich beschäftigte mich damals mit einem Gesellen mit der Herstellung von lüftungstechnischen Anlagen für die Porzellan- und Glasindustrie und wollte mein Betätigungsfeld noch etwas ausweiten. Dazu musste natürlich auch entsprechend Werbung betrieben werden. So kam ich unter anderem damals zu einem Direktor einer Porzellanfabrik nach Weißenstadt. Nach einem kurzen Gespräch fragte er mich nach meinem Alter, was ich mit 19 Jahren beantwortete. Er freute sich zwar über meine Aufrichtigkeit, sagte aber gleich darauf, dass ich für solche Aufgaben eigentlich noch sehr jung sei, denn er hatte auch bemerkt, dass ich mit einem Motorrad angefahren war und nicht wie standesgemäß mit einem Daimler-Benz. Wie es in mir dann auch ausschaute, kann sich eigentlich jeder von euch vorstellen. Und ich war fast geneigt, alles wieder hinzuschmeißen. So sehr hat mich diese Aufgabe gegeben. Ja, aber das war halt das Los eines jungen Handwerkers, der nicht einen seit Generationen bestehenden Handwerksbetrieb in den Schoß gelegt bekam. Eigentlich könnte ich mich auf die Lorbeeren meiner Vorfahren schmücken, weil die Heinzflaschenerei schon vor über 100 Jahren in Schwarzenbach von meinem Großvater gegründet wurde. Aber
trotzdem. Eigene Herd ist Goldes wert. Und Selbstverachtung für einen Handwerksbetrieb zu übernehmen. Es wurde daher fleißig weitergearbeitet, denn eine neue Bleibe in Form einer etwas größeren Werkstatt in der Zeppelinstraße war das Ziel. Das in Eigenleistung auf einem Bachgelände der Stadt Schwarzenbach errichtet wurde. Im Jahre 1953 legte ich dann die Meisterprüfung als einer der jüngsten Kandidaten ab. Lernte meine Frau Irmgard kennen und wir heiraten im Herbst des gleichen Jahres. Sie ist noch heute die gute Seele und gleichzeitig der gute Berater in unserem Handwerksbetrieb. Denn bei ihr ob kaufmännisch oder betriebsintern und oder unsere Kunden zusammen. Da uns der damalige Betriebsgelände als auch der Zufahrtsweg bei Schlechtwetter, vor allem in den Winter, fast unpassierbar war, Kuhstiefel sehr häufig unser Wegbegleiter war, was auch hier vielleicht der Altbürgermeister in einer Bestätigung war auch unseren Kunden zuzumuten, dass sie mit dieser Lesung zufrieden waren. Und wir trachten insgeheim schon bald nach einer besseren Lesung, und dies, obwohl unser Daumen für solche Dinge nicht sehr lang war. Und die kam dann wirklich auch 7 Jahre später, und zwar 1960, in Form eines Wohn- und Geschäftshauses in der Wittsberger Straße 17 zustande. Dieses kaufen zu können, das zu früherer Zeit eine Gastwirtschaft besaß und den Namen Kaffee Ostfahrt hatte. Aber auch die nun eingerichtete Werkstatt im Erdgeschoss erwies sich nach einigen Jahren als viel zu klein für unsere Handwerker. Es wurde schon die Überlegung laut, ob es nicht besser sei, auf der grünen Wiese eine Werkstatt zu errichten. Denn Baugelände gab es damals in Schwarzenbach genug. Da wir uns aber in diesem Haus wohnlich eingerichtet hatten und wir nun mal Stadtzentrum von Schwarzenbach und unser Domizil aufgeschlagen haben, wollte ich als gebürtiger Schwarzenbacher lieber im Altstadtbereich bleiben. Was heutzutage durch die Motorisierung und eigentlich nicht mehr erforderlich ist und von so manchen nicht als modern angesehen wird. Aber auf der anderen Seite eine Zersiedlung unserer Stadt Tür und Tor geöffnet hat. Der Beweis dafür sind die leerstehenden Geschäfte in unserer Altstadt. Aber vielleicht bin ich dafür zu altmodisch, um dieses verstehen zu können. Einige Jahre später, zwischenzeitlich hat er sich unser Betrieb auf über 10 Mitarbeiter vergrößert, kam der Zufall uns zugute, dass ein Wohnhaus mit Nebengebäude wegen Ablehnung des Besitzes in der Wittsberger Straße 11 und 13, also hier, zu verkaufen war. Ein alter Ausspruch besagt zwar, dreimal umgezogen ist wie einmal abgebrannt. Aber in diesem Fall ging es ja um die Existenzgrundlage unseres Handwerksbetriebes. Auf die Lageplan interessierten mich damals nicht die beiden alten Häuser, sondern vielmehr die Größe des Grundstücks für den Bau einer wesentlich größeren Werkstatt mit entsprechender Lagermöglichkeit und Büro. Wieder darf mir der Familie fragen und beschloss es zu kaufen. Nach gründlicher Planung wurde diese Baumaßnahme in den Jahren 1966 bis 1967 nach Abriss von 2 alten Wohnhäusern, die auf dem Grundstück standen, auch durchgeführt. Zugegebenerweise möchte ich anmerken, dass uns das Geld zu diesem Zeitpunkt auch nicht zum Kamin hereinfiel. Aber viele größere Baugegner von staatlicher und städtischer Seite und eine ganze Reihe von größeren privaten Bauten
sowohl auf die Sanitär- als auch auf den Heizungs- und Klimmereisektor. Verhalten uns dabei, dieses Ziel unbeschadet zu erreichen. Dazu kam noch, dass sich ein namhafter Gasgerätehersteller in diesem Zeitraum, nämlich die Firma Junkers, für uns interessierte, deren Kundendienst vertragsmäßig zu übernehmen, was uns in der Region Münchberg, Hof, Riau selten noch bekannter machte und zusätzliche Aufträge einbrachte. Einer Aufzählung aller größeren Objekte würde jedoch den Rahmen, sehen Sie selbst, unseres heutigen Jubiläums überfordern. Aber durch diese Ausweitung war es auch erforderlich, ein entsprechendes Kommunikationskonzept in Form einer Funksprechverbindung mit unseren Kundendienstfahrzeugen herzustellen. Was zwar den einartigen Namen beweglicher Landfunk hat, aber uns oft aus der Klemme half, wenn mehrere Anfragen wegen Kundendienst außerhalb Schwarzkampen zu tätigen waren. Heute ist das Handy auf hier der gebräuchlichste Helfer geworden, weil die Erreichbarkeit eine wesentlich bessere ist. Mir brachte es jedenfalls damals den Spitznamen von so manchen Kollegen ein, der Frequenzplatter. Wir können uns aber trotzdem rühmen, der erste Handwerksbetrieb in unserer Region überhaupt gewesen zu sein, der eine solche Anlage besaß und auch diese eigentlich nutzte. Denn Zeit war schon vor 30 Jahren bares Geld, weil die Stundenlänge langsam aber sicher die Ehe schnell. Dazu kam noch, dass ich die Materialpreise manchmal zweimal im Jahr, aber damals noch Gott sei Dank verkraftbar war. Was leider heutzutage nicht mehr der Fall ist und sich daher existenzbedroht für unser Handwerk hat. Weil es in den meisten Fällen eigentlich nicht weiter verrechnet hat. Wieder ein Jahr, ein paar Jahre später, die Grenzen im Osten unseres Vaterlandes waren mittlerweile friedlich gefallen. Waren alle der Meinung, dass durch die Wiedervereinigung unsere Region in das Zentrum der Bundesrepublik wirtschaftlich gesehen ist. Eine kurze Zeit war dies auch der Fall und brachte ein paar warme Regentropfen in unsere Region. Weil das Handwerk im Osten einfach den Anspruch auf die modernen Errungenschaften wie in den alten Bundesländern alleine nicht schaffen konnte. Aber ich auch selbst war von der Überzeugung geblendet, weil wir uns vor Aufträgen aus den neuen Bundesländern vornehmlich im Hochland nicht mehr nähern konnten. Da alle Materialien damals sehr, sehr lange Lieferzeiten hatten, war unsere Lagerkapazität auch langsam am Ende. Außerdem kam durch die Ablehnung der Meisterprüfung an der Elektroanwälte unseres Sohnes Karl Michael ein weiterer Berufszweig mit dazu, der auch unbedingt Lagermöglichkeit und Arbeitsplatz benötigte. Doch wieder kam uns die Hilfe in Form eines Abrisses oder des Abrisses der ehemaligen nachbarlichen Schleifscheibenfabrik zugute. Dieses Grundstück käuflich zu erwerben und darauf einen Anbau zu errichten. Was sich nur nebenbei dabei gar nicht so leicht gestaltete, weil ein Investor, der in der Münchberger Straße ein größeres Bauvorhaben vorhatte, auch unser Anwesen mit einbeziehen wollte und uns auf der grünen Wiese eventuell erfrachten wollte. Freilich wäre damals eine Erschließung der gesamten Münchberger Straße als reines Wohn- und Geschäftsviertel und somit der Altstadt ein wundersamer Aufstieg verdeckt gewesen. Aber was daraus geworden ist, kann sich leider jeder seinen Reim daraus machen. Da die Hälfte davon von Anfang an immer noch leer steht, ja sogar teilweise gesteigert worden ist. Außerdem ist der Hof und etwas leider in den neuen Bundesländern durch die neuen Großmärkte die Kaufkraft unserer Einwohnerschaft im Ort stark zurückgegangen. Nebenbei auch leider ein Teil unserer früheren aufstrebenden Industrie, die entweder eingegangen oder bessere Bedingungen woanders hat. Aber das ist ein anderes Kapitel und geht eigentlich nicht zu unserem Jubiläum, sollte aber dennoch in diesem Zusammenhang nicht gewährt werden.
Ja, leider. Wissen wir nicht so recht. Gehört unsere Region zur Bartkrause oder zur Schwanzmaste des bayerischen Löwen? Weil die Infrastruktur nicht mehr im Lot ist. Oder sollten wir vielleicht gar abwarten, bis die Europäische Union bis zum Rhein reicht? Nun wollen wir am heutigen Tag ganz nicht nur zurückschauen und lamentieren, sondern auch die Gegenwart unseres 21. Jahrhunderts schauen. Ein kleiner Handwerksbetrieb, wie wir es sind, hat bisher unter Beweis gestellt, dass er immer flexibel war und auch heute noch ist und somit auch alle Höhen und Tiefen bis in die Gegenwart meistern konnte. In die nächsten 50 Jahre wäre es daher mein Wunschtraum, wenn sich unser Handwerksbetrieb ohne große Schrammen auch in Zukunft behauptet und von seinen Kunden wohlwollend unterstützt wird. Denn er lebt nicht nur eine Familie von diesem Betrieb, sondern auch ihre Mitarbeiter mit Familie. Der Grundstein dazu ist in Form unseres Sohnes und Nachfolgers dazu bereits gelegt, weil er das nötige Rüstzeug sowohl im Sanitär als auch im Heizungs- und Elektrohandwerk unserer Außeraus erworben hat und somit eine Übergabe an ihm nichts mehr entgegensteht. Ein wenig stolz bin ich nebenbei auch, dass nun wir 11 Generationen lückenlos laut unserer Familienchronik nachweisbar väterlicherseits Schachtelmacher über den Nagelschmied, Weber, Schlosser bis zum Flaschner, Installateur und Heizungsbauer. Alle Vorfahren vom Zeitgeist getrieben worden, sich für das Handwerk einzusetzen. Da es in der Vergangenheit als auch in der Zukunft immer gebraucht wird und nebenbei auch noch junge Menschen ausbildet, die im Handwerk ihre Bleibe suchen und auch finden. Denn in unserem Betrieb wurden in diesen Jahren über 30 Lehrlinge mit mehr oder minder großen Erfolgen ausgebildet. Und damit möchte ich meine Zeitreise über 50 Jahre mein Haustechnik beenden. Mein Glas mit allen Anwesenden erheben. Ich muss dabei aber nicht vergessen, dass der Ausspruch mit Gunst und Verlaub nach alten Handwerker braucht. Auch heute seine Gültigkeit besitzt und nach alter Tradition jederzeit unter Beweis stellen lässt und aus diesem Grund auch in Zukunft seiner Wertschätzung trotz mancher Umkämpfungen beibehalten werden sollte. Da habe ich dazu noch ein Wort zu sagen. Ein alter Spruch heißt: Blechschneiden ist Flaschnerkunst, Blechreden dagegen Schall und Dunst. Ja, Meister.
Das kann man nun verwenden, meine Herren, damit, meine Herren. Die ausführliche, aber wirklich sehr interessante Firmengeschichte hat gezeigt, dass in diesen 50 Jahren die Höhen und Tiefen eng aneinander lagen, aber ein strebsamer Handwerksmeister immer dahinter stand, diese Tiefen auch zu überwinden. Und dafür möchte ich mich im Namen des Landkreises, aber auch persönlich bei Ihnen und vor allem auch bei Ihrer Frau recht herzlich bedanken, denn Sie haben sehr viel geleistet für das Handwerk, für die Region. Sie haben Lehrlinge ausgebildet, was in einer Zeit auch noch mal gefürchtet ist. Sie sind ständig in der Region geblieben. In Ihrer Bescheidenheit daheim haben Sie natürlich nicht erwähnt, dass Sie schon einige Jahre der Innungsmeister hier in Hof sind. Dafür möchte ich mich natürlich auch recht herzlich bedanken. Ein Betrieb, geprägt von Tradition, von modernster Technik, das zeigt, dass hier der Lötkolbenwärmer steht. Das zeigt aber auch, in der letzten Woche um 10 Minuten nach 7 war ich Bericht über die Herstellung von den Wörstlerkästen, der sehr interessant gewesen ist. Heute sind Sie ja 10 nach 12 auch wieder im Euroherz und wir haben noch über die Geschichte Ihres Betriebes, Ihrer Familie mit berichtet. Wir haben angefangen von der Aufbauzeit bis zur jetzigen, sich ständig mit neuen Gegebenheiten umgestellt. Modernste Technik ist vorhanden. Das weiß ich aus vielen Gesprächen, die ich mit Ihnen geführt habe, wie wir miteinander die Solarenergienutzung besprochen haben, was wir machen können. Daraus ist der Erfolg, die Zusammenarbeit mit der Stadt und dem Landkreis Hof, dem Bund Naturschutz und dieses war auch sehr, sehr erfolgreich. Wir sind, glaube ich, in der letzten Zeit über 1000 Dächer schon im Solar ausgebildet worden, mit Solarenergie versehen worden. Und das ist auch ein Erfolg von Ihnen. Ich wünsche Ihnen, Herr Hein, Ihre Familie, in die Zukunft alles Gute. Und was sehr wichtig ist, das haben Sie auch zum Schluss noch mit ausgedrückt, dass Sie für die Nachfolge gesorgt haben. Es gibt ja leider heute in unseren Bereichen, nicht nur in der Region Hof, sondern in der gesamten Bundesrepublik, viele Betriebe, die keine Nachfolge haben oder deren Nachfolger kein Interesse haben, ihren Betrieb weiterzuführen. Das haben Sie nicht gemacht. Auch dafür meinen herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen persönlich, Ihrer Familie, aber auch der gesamten Firma für die Zukunft alles Gute. Und ich darf Ihnen das Wappen des Landkreises überreichen. Herzlichen Dank. Sehr geehrte Frau Hein, sehr geehrter Herr Hein, verehrter Herr Landrat, meine Herren Vertreter des Handwerks, Herr Altbürgermeister Schneider, liebe Ehrengäste, in Vertretung des ersten Bürgermeisters der Stadt Schwarzmach an der Saale, der zurzeit, Sie wissen es, Herr Hein, in Niederösterreich bei unserer Partnerstadt Schwarzbach eine Verpflichtung erfüllen muss, darf ich die Grüße des Stadtrates und der Stadtverwaltung Schwarzbach an der Saale überbringen. Ich tue das gleichzeitig im besonderen Namen auch des Kollegen Peter Schneider, der Sie viele Jahre begleitet hat, Ihnen immer zur Seite gestanden war als Bürgermeister seiner Amtszeit. Und ich freue mich, dass er heute mit seiner Gattin hier anwesend sein kann. Ich gratuliere Ihnen, Familie Hein, mit Ihren Mitarbeitern zum 50. Geburtstag Ihres Betriebes. 50 Jahre Handwerksbetrieb Karl Hein. Wir wurden eben sehr eindrucksvoll durch Ihre Firmenchronik diese 50 Jahre entlang geführt. Aus kleinsten Anfängen in den 50er Jahren haben Sie, Herr Hein, einen Betrieb errichtet, auf den Sie heute stolz sein können. Mit wenigen, und das ist mir so drastisch vor Augen gekommen, jetzt und zu Ohren gekommen, haben Sie buchstäblich mit Ihren Händen, das war Ihr Grundkapital, diesen Betrieb aufgebaut. Tüchtigkeit und Fleiß waren Ihre Richtschnur,
und es gehörte eine große Portion Mut dazu, Risikobereitschaft zu zeigen, einen Betrieb in den 50er Jahren zu errichten mit 19 Jahren. Und eines hatten sie, Herr Hein, das Glück war ihnen hold, eine passende, kluge, umsichtige Frau zu finden. Sie, verehrte Frau Hein, waren und sind die Chefin dieses Betriebs gewesen, die neben der Familie eine Aufgabe übernommen hat, die keinen 8-Stunden-Tag kannte und kennt, die den Ehemann und Chef in allen Situationen beigestanden war und zur Seite steht. Meine große Hochachtung, Frau Hein, und ich freue mich auf den Augenblick, dass ich Ihnen jetzt gleich eine Blumenstrauß überreichen darf. Im Namen des Stadtrates, der Kollege Rudner ist auch anwesend, herzlichen Dank im Namen der Stadt für Ihre große Arbeit und Ihre Leistung, die Sie der Firma Hein entgegengebracht haben. Das war eine einmalige Leistung und ist eine Leistung und der Applaus zeigt es, die Hochachtung von Ihnen, Frau Hein. Hein Haustechnik, das ist ein Begriff in Schwarzenbach und in der Region. Da weiß man, dass hinter diesem Namen Kompetenz in Sachen Sanitär, Heizung, Elektro und Bauklempnerei steht, dass Kunden, Nähe und Beratung nicht nur eine übernommene Floskel ist, sondern hier ist Verlass auf einen zuverlässigen Handwerksbetrieb. Und Karl Hein hat es so drastisch und hautnah, wie Sie es geschildert haben, einfach erkannt mit den neuen Kommunikationsmöglichkeiten, schnell und überall zu sein. Daneben haben Sie, Herr Karl Hein, lange Jahre als Obermeister und Innungsmeister das Handwerk weit über die Grenzen unserer Stadt repräsentiert und ehrenamtlich mit der Kreishandwerkerschaft mitgearbeitet. Die Stadt Schwarzenbach an der Saale ist stolz, dass es Sie gibt, Familie Hein, und nun auch mit dem Junior Michael, schauen wir rein. Sie sind als freundlicher und tüchtiger Meister hier in Schwarzenbach einfach bekannt. Und jeder freut sich, wenn er diesen jungen Meister in seinen Firmenwegen sieht. Und es ist einfach ein Stück Verlass und der Name Hein wird in die nächste Generation weitergetragen. Ich freue mich, dass Sie mit Ihrer meisterlichen Ausbildung auch im Elektrohandwerk dieses Bündel an Service heute anbieten können und wünsche Ihnen auch weiterhin gerade für die nächste Generation. Alles Gute. Ich denke, an so einem Tag ist es auch eine Freude für Sie, Herr Hein, dass man weiß, dass auch die nächste Generation in die Spuren und in die Fußstapfen des Vaters getreten ist. Ich möchte schließen, die Stadt Schwarzenbach an der Saale dankt Ihnen, Herr Hein, und Ihrer Familie, dass Sie in dieser Stadt 50 Jahre geschafft haben und dabei einfach, ich sage das mal so simpel, Menschen geholfen haben, auch zu außergewöhnlichen Zeiten, in außergewöhnlichen Situationen, wenn irgendeine Notfälle in den Häusern waren, da waren die Familie Hein stets zur Stelle und das alles immer zu einem fairen Preis. Die Stadt Schwarzenbach dankt Ihnen, dass Sie auch das Risiko für Ihre Beschäftigten tragen, für die Arbeitsplätze, für die Ausbildungsplätze. Das ist eine großartige Leistung, die gar nicht hoch genug gewertet werden kann. Wir wünschen Ihnen für die nächsten 50 Jahre Glück und Gottes Segen für Ihren Betrieb. Wir wünschen Ihnen, verehrte Frau Hein, verehrter Herr Hein, mit Ihren geschätzten Mitarbeitern stets viele Aufträge, ein unfallfreies Schaffen und zufriedene Kunden. Möge Ihr Betrieb weiter als Markenzeichen eines soliden Handwerks über unsere Stadt strahlen. Ich darf in Vertretung des ersten Bürgermeisters und im Namen des Stadtrates Ihnen, Herr Hein, den Ehrenkrug der Stadt Schwarzenbach überreichen. Ich darf auch Ihren Junior diesen Ehrenkrug überreichen als Symbol für ein gutes und erfolgreiches Wirken in unserer Stadt.
Schaffen und sichern und damit zur Stabilität am Arbeitsmarkt beitragen
die Steuern und Sozialabgaben erwirtschaften und die einen wichtigen Beitrag für die Entwicklung gerade der ländlichen Räume leisten. Und, meine Damen und Herren, wenn Großbetriebe in Schwierigkeiten bekommen, dann erhalten sie Subventionen. Bei den kleinen und mittleren Betrieben, bei den Handwerksbetrieben wird erwartet, dass sie mit ihren Problemen selbst fertig werden. Die Firma Haustechnik ist in diesen 50 Jahren mit sicher auch immer wieder gewissen Schwierigkeiten und Problemen selbst fertig geworden. Und deshalb können Sie, liebe Familie Hein, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, heute mit Stolz auf dieses 50-jährige erfolgreiche Wirken zurückblicken. Und auch das wurde schon angesprochen, ich möchte ganz besonders Ihnen, Herr Karl Hein, im Namen der Kammer herzlich danken dafür, dass Sie über den Betrieb hinaus sich für Ihren Berufsstand, für Ihre Berufskollegen als Obermeister der Klempner Sanitär- und Heizungstechnik erinnern, aber auch als Mitglied des Parlaments des Oberfränkischen Handwerks, der Vollversammlung der Handwerkskammer von Oberfranken, ehrenamtlich engagieren. Ich darf Ihnen anschließend Ehrenurkunde der Handwerkskammer dafür bereichen. Ich wünsche Ihnen, liebe Familie Hein, der Firma Hein Haustechnik, weiterhin viel Glück und Erfolg, stets zufriedene Kunden, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch in Zukunft einen krisensicheren Arbeitsplatz. Gott segne unser ehrbares Handwerk. Hat er auch schon mal eine Fanfare
die Flaschen hat sozusagen hergestellt. Eine fränkische Flaschenfanfare, auf der man sogar spielen kann, wenn man gut bei Lunge ist. Er ist ein Meister von alten schwarzen Korn, so wie wir das auch gesehen haben in seiner Rede. Er ist sehr traditionsbewusst und er behauptet sich hier in einem sehr schwierigen wirtschaftlichen Umfeld. Die Zeiten vor der Wende waren hart und die Zeiten nach der Wende sind in einer kurzen Zwischenperiode auch wieder nicht einfach. Wir kennen ihn immer als gerade heraus, ehrlich, manchmal ein bisschen schlitzohrig, immer aber nur im besten Sinne. Im Fachverband haben wir ihn kennengelernt als einen sehr umsichtigen und auch sparsamen Obermeister, der immer um Haushaltsdisziplin auf Haushaltsdisziplin gedrungen hat, im Sinne der Betriebe. Er weist große Standvermögen aus. Manchmal ist er richtig, muss man ihn richtig anpacken. Er packt die Leute auch manchmal sehr herzlich, aber richtig an. Er kann unbequem sein, aber das haben wir wieder festgestellt, und das habe ich vorher eingangs auch gesagt, er hat das Herz am rechten Fleck und das macht ihn für uns sehr sympathisch. Er gilt als Analytiker, als guter Analytiker mit Weitblick. Auch das sieht man und findet man in seinem eigenen Betrieb wieder, dass er alles bereitet hat, dass er die Firma weiterführen kann, die er in diesem Jahr aufgebaut. Auch das, der vorhin gesagt, das ist eine Selbstverständlichkeit im Handwerk und wir sind darauf angewiesen, dass Leute wie Herr Hein seinen Betrieb auch richtig übergeben, dass der Betrieb auch weiter geschäftlich gut läuft. Er ist im Ehrenamt, kann ich abschließend sagen, ein Überzeugungstäter. Er engagiert sich ehrenamtlich wirklich sehr stark auf der Mitgliederversammlung. Er erhebt sein Wort und er reißt andere mit. Der Fachverband braucht solche Obermeister. Ich schließe mich den Vorrednern an, wünsche Ihnen persönlich, Ihrer Frau Gemahlin, dem Sohn und der ganzen Firma, den Mitarbeitern, weiterhin Wohlergehen, dass Sie auch den Erfolg ernten können, den Sie jetzt gesehen haben in 50 Jahren. Und gratuliere nochmals ganz herzlich namens des Fachverbandes zum 50-jährigen Jubiläum. Und ich habe Ihnen als kleine Aufmerksamkeit des Fachverbandes ein handverbogenes, gestauchtes Heizungsrohr mitgebracht, das als Kerzenständer mitgeben.